Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream von Deutschland mit Max. Ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid. Super, so ein schöner Tag heute. Es ist so heiß in Deutschland. Und ja, ihr seht schon, ich habe heute auch extra mein schönes Sommer-T-Shirt angezogen. Ja, genau, ein richtiges T-Shirt zum Deutschlernen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das T-Shirt findet. Ja, und ich schaue direkt mal, ob alles gut läuft und ob ihr mich auch gut sehen könnt. Und ja, mal gucken, ob die Qualität hier gut stimmt und ob auch der Stream gut klappt. Und das sieht doch gut aus. Sehr, sehr gut. Ich habe auch eben noch mal bei Instagram kurz ein bisschen die Follower eingeladen und ich freue mich auf einen tollen Livestream heute. Ja, ihr Lieben, und sagt doch mal, ist es bei euch heute auch so warm? Mann, in Berlin haben wir heute über 30 Grad. Das ist so warm. Oioioioi. Du glaubst es gar nicht. Ja, also richtig Sommer. Wenn in Deutschland Sommer ist, dann wirklich von einem auf den anderen Tag. Also dann ist es von heute auf morgen richtig, richtig heiß. Ja, und ich habe mir überlegt, ich mache heute mal eine neue Version des Livestreams. Also eine neue Art und Weise, wie ich den Livestream mache. Ja, ich möchte nämlich den Livestream jetzt in sozusagen als eine Art Fortsetzung von dem Video von Sonntag machen. Das heißt, dass ich heute über das Thema von dem Sonntagsvideo spreche. Du weißt, ich mache jeden Sonntag ein neues Video und das Thema des Videos von letztem Sonntag waren die Alternativen für das Wort gut. Genau, Alternativen für das Wort gut. Und ich bin ganz gespannt, ob ihr auch Alternativen für das Wort gut kennt. Schreibt doch gleich mal in den Livestream, ob ihr Alternativen oder Synonyme für das Wort gut kennt. Ich bin ganz gespannt. Ich schau mal hier unten in den Chat, ob schon die ersten von euch auch mit dabei sind. So. Jawohl, und ich sehe schon, die ersten Zuschauer von euch kommen schon in den Livestream. Sehr, sehr gut, ich begrüße euch. Und ja, ihr wisst, Alternativen für ein Wort oder auch Synonyme genannt, sind eine super Möglichkeit, um seinen Wortschatz zu erweitern. Also um noch einen größeren Wortschatz zu bekommen und um sich noch besser ausdrücken zu können. Also wenn du viele verschiedene Wörter kennst, dann hast du auch einen größeren Wortschatz und du hast viel mehr Möglichkeiten, die Sprache zu benutzen. Also du bist flexibler in der Sprache sozusagen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
es geht ja um das Wort gut. Gut. Und ich finde, gut ist so ein richtiges Standardwort. Also, du kennst es vielleicht aus dem Englischen, wenn man einfach sagt, good, ja? Stell es dir einfach mal vor. Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn du gefragt wirst, wie das Wetter ist, und du sagst, ja, it's good, good. Oder wie geht es dir? Good, good. Dann ist das halt immer so eine Basis, eine grundlegende Sprache, die immer an ein gewisses Limit kommt, sozusagen. Und dafür ist es gut, wenn man mehrere Alternativen zur Auswahl hat. Und ich persönlich finde gut, das Wort ist ein schönes Wort. Mir gefällt es persönlich wirklich sehr gut, weil es ist ein positives Wort. Ich benutze es auch manchmal, aber ich glaube, sehr oft verwendet man Alternativen. Und eine super Alternative für das Wort gut ist, wenn du es ein bisschen modifizierst. Wenn du einfach das Wort sehr davor setzt, also sehr gut, sehr gut, sehr gut, dann kannst du sagen, es gefällt mir sehr gut. Das ist schon mal eine kleine Steigerung. Also wenn du sagst gut, etwas ist gut, dann kannst du, wenn dir etwas noch besser als gut gefällt, dann kannst du einfach das Wort sehr davor setzen und dann ist es sehr gut. Im Englischen würde man sagen, it's very good. It's very good. Ja, und ich finde, das macht schon mal ein bisschen mehr aus diesem Wort. Also, du hast dann schon mal ein bisschen mehr Qualität von dem Wort. Du sagst nicht nur gut, also zum Beispiel heute das Wetter. Es ist nicht nur gut, es ist wirklich sehr gut. Das Wetter gefällt mir sehr gut, denn heute ist es ja auch richtig warm und ich persönlich bin so zufrieden, dass ich sage, das Wetter ist sehr gut. Es ist nicht nur gut, nicht nur Standard, sondern es ist sehr gut. Und ich sehe schon, die ersten sind schon mit dabei. Super! Ja, wir haben schon Ilona mit dabei. Hallo! Und wir haben schon aus Almaty auch schon wieder jemanden dabei. Ich glaube, das war Bakit. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und genau, ja, ihr könnt auf jeden Fall mal reinschreiben in den Chat, welche Wörter ihr noch kennt, als positive deutsche Wörter sozusagen. Also, welche Wörter benutzt ihr, wenn ihr so richtig gut drauf seid? Schreibt das mal rein. Ich versuche euch heute wirklich so viele Alternativen für das Wort gut zu geben. Ja, und die Alternative sehr gut ist eine wunderbare Möglichkeit, um deine, positive Begeisterung für etwas zu sagen. Du kannst zum Beispiel, wenn du etwas Leckeres isst, dann kannst du sagen, das Essen war gut. Ja, es war wirklich sehr gut. Dann kannst du es nochmal steigern. Also du kannst zum Beispiel sagen, das Essen, es war gut. Ja, das Essen war sehr gut. Oder du sagst, meist ist es ja so, dass es in einem Gespräch, eine Frage kommt. Also du wirst gefragt, hey Max, wie gefällt dir eigentlich das neue Buch,
das neue Buch, das du dir gekauft hast? Und dann sage ich, ja, also das Buch, das gefällt mir gut. Es gefällt mir sogar sehr gut. Also wenn ich das Buch wirklich so gerne lese, dass ich es nicht nur abends zum Einschlafen lese, sondern dass ich den ganzen Tag nur noch in dem Buch lesen möchte, dann sage ich, ja, das Buch ist nicht nur gut, es ist wirklich sehr gut. Ja, und genau, Ilona sagt, dass sie heute nicht vergessen hat, live zu gehen. Ja, super. Also herzlich willkommen nochmal. Schön, dass du da bist. Du weißt, jeden Mittwoch um 18 Uhr sind wir live und machen einen Livestream zum Deutschlernen. Und Chetal ist auch da. Hallo Chetal. Super, dass du da bist. Ich freue mich. Und Bachit, genau, siehst du Bachit? Ich wusste doch, dass du das bist. Ich habe deine Nachricht gelesen und so langsam kann ich auch aus den russischen Buchstaben deinen Namen erkennen. Ich lerne es ein bisschen, Bachit. Ja, liebe Grüße aus Almaty. Ihr hattet heute auch über 30 Grad, ja. Wir haben heute auch über 30 Grad. Ich glaube, es sind sogar 33 Grad. 33 Grad. Ja, also wirklich sehr, sehr heiß. Und du sagst, für euch ist das sehr gewöhnlich. Oh ja, also okay, dann ist in Kasachstan sozusagen immer eine große Hitze und es ist sehr, sehr warm im Sommer. Ich sage mal, in Deutschland ist es eigentlich so, dass wir im Sommer zwar eine warme Temperatur haben, also es ist im Sommer dann circa, ja, auf jeden Fall über 20 Grad, aber dass es so richtig heiß ist, über 30 Grad, das ist nicht so oft der Fall. Es gibt dann einige Tage, wo es so heiß ist, aber normalerweise ist die Temperatur eher unter 30 Grad, also darunter. Aber es wird auch immer heißer durch den Klimawandel. Also es gibt wirklich diese Tage, wo es so heiß ist. Also wo wir wirklich 32, 33, 34 Grad haben. Und ich habe vorhin in den Nachrichten gelesen, dass am Wochenende sogar 37 Grad kommen sollen. 37 Grad! Überlegt euch das mal. Das ist so warm wie in Ägypten. Ich war ja schon einige Male in Ägypten im Urlaub. Und da war es so heiß. Da hatten wir 40 Grad. 40 Grad. Also das war so heiß. Und ich denke direkt an meinen Freund aus Indien, nämlich an Achin. Und ich habe letztens gehört, dass in Indien, dass es dort Temperaturen gibt im Sommer, über 50 Grad, über 50 Grad Celsius. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist einfach nur krass, richtig heiß. Chetal und Ilona, sagt mal, wie heiß ist es heute bei euch? Schreibt es mal in den Chat. Ich bin ganz gespannt, wie viel Grad Celsius habt ihr heute? Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der zweiten Alternative für das Wort gut. Die erste war eine Steigerung. Es gefällt mir nicht nur gut, sondern sehr gut. Es gefällt mir sehr gut. Das Wetter gefällt mir sehr gut. Der Film gefällt mir sehr gut. Das Buch gefällt mir sehr gut. Das hört sich dann schon mal ein bisschen
fortgeschrittener an, ein bisschen umgangssprachlicher. Und die zweite Alternative für das Wort gut ist super. 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 Also, ihr könnt denken an das Bild. Stellt euch vor, Superman. Wenn ihr gut drauf seid, dann fühlt ihr euch wie Superman. Dann habt ihr Superheldenkräfte. Und dann könnt ihr fliegen wie Superman. Also, wenn es euch richtig gut geht, dann könnt ihr sagen, super, super, super. Genau, ich denke mal, das ist relativ einfach für euch zu sprechen, oder? Weil es ist wie das englische Wort super. Ich glaube, ihr müsst mal sagen, wie heißt das eigentlich auf Russisch, das Wort? Bachit, sag doch mal, was heißt super auf Russisch? Das würde mich mal interessieren. Genau. Ja, Bachit, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe gesehen, du hast deinen Kommentar gelöscht. Und dann dachte ich, warum löscht Bachit jetzt seinen Kommentar? Und dann habe ich gesehen, okay, du wolltest deinen Namen auch auf Deutsch schreiben, damit ich ihn lesen kann. Ja, genau, genau. Ja, prima. Genau, Chetal, toll, dass du auch mitschreibst. Also ihr könnt es machen wie Chetal, einfach jedes Wort, wenn wir eine neue Alternative sprechen, könnt ihr es auch mitschreiben. Dann kann ich gleich kontrollieren, ob ihr das Wort auch richtig aussprecht. Genau, und richtig schreibt. Weil ich kann euch ja nicht hören, aber ich kann lesen und sehen, was ihr schreibt. Genau, gut, sehr gut. Ja, mega gut. Kann man so sagen, auf jeden Fall, Bachi, das kommt doch noch. Warte ab, ich habe doch noch viele, viele Alternativen. Aber na klar, man kann auch mega gut sagen, das gefällt mir mega gut. Dann fühlst du dich nicht wie Superman, sondern wie Megaman. Megaman. Also ihr seht schon, ich bin auch Fan von Comics und von Computerspielen. Und jeder Fan von Nintendo kennt wahrscheinlich auch Mega Man. Und ja, genau. Und ja, cool. Und Afrin ist auch da. Hallo Afrin, schön, dass du da bist. Salam alaikum. Super. Und ja, genau. Jetzt wird es hier schon langsam richtig voll im Chat. Das ist nicht nur gut, sondern sehr gut. Und ich finde es sogar richtig super. Ich finde es super, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, und zum Beispiel, stellt euch vor, ihr sprecht so ein bisschen mit einem Freund oder mit einer Freundin. Und dann redet ihr über eine Serie. Ihr redet über eine Serie, vielleicht über eine Netflix-Serie. Und dann sagt ihr zum Beispiel, die Netflix-Serie, die ist so super, das glaubst du gar nicht. Pass auf, wir machen das mal zusammen. Wir sprechen das mal zusammen. Also, ich sage nochmal, die Netflix-Serie ist so super, das glaubst du gar nicht. Die Netflix-Serie ist so super, das glaubst du gar nicht. Wir sprechen es zusammen. 3, 2, 1. Die Netflix-Serie ist so super, das glaubst du gar nicht. Die Netflix-Serie ist so super, das glaubst du gar nicht. Die Netflix-Serie ist so super, das glaubst du gar nicht.
Genau. Und das ist schön, um sozusagen wirklich zu sagen, dass man etwas einfach richtig gut findet. Und ich mache jetzt mal eine kleine Übung für euch. Und zwar benutze ich das Wort super jetzt ein paar Mal hintereinander in verschiedenen Möglichkeiten, in verschiedenen Varianten. Okay, das ist ein gutes Training. Ich zeig euch das mal. Also, die Netflix-Serie ist so super, das glaubst du gar nicht. Die Schauspieler sind super und die Handlung ist super. Und ich finde, es ist einfach ein richtig super Thema, um diese Geschichte zu erzählen. Ja, also ich versuche super immer ein bisschen zu verändern, ein bisschen zu variieren. Und also du kannst zum Beispiel super ganz hinten am Satz setzen. Du kannst sagen, die Netflix-Serie ist super oder ich finde die Schauspieler super oder mir gefällt das Thema super. Also du sagst einen Satz und hinten super, einfach. Mir gefällt das, da, 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 super. Genau. Und du kannst aber super auch an den Anfang von einem Satz setzen. Dann sagst du einfach, super finde ich, dass die Serie immer so kurz ist. Oder super finde ich, dass die Serie so ein Happy End hat. Oder so. Ihr wisst, also man kann super einmal an den Anfang setzen oder auch ans Ende. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder zum Beispiel nochmal mit dem Essen. Das Essen schmeckt wirklich super. Das Essen schmeckt wirklich super. Das ist übrigens auch eine Kombination. Du kannst es mit einem Füllwort auch verknüpfen, dass du sagst, es schmeckt wirklich super oder es schmeckt so super. Ja, genau. Und Chetal sagt, es sind 33 Grad. Genau wie bei uns. Also heute ist es wahrscheinlich überall richtig, richtig warm. Richtig, richtig heiß. Ja, und du kannst natürlich wirklich bei allem, wo du auch das Wort gut verwenden kannst, kannst du auch sagen, super. Also zum Beispiel, mir geht es super. Das kannst du antworten auf die Frage, wie geht es dir? Max, oder sagen wir mal, wir sagen Bachit. Bachit, wie geht es dir? Jetzt kannst du sagen, mir geht es gut, mir geht es sehr gut, mir geht es super. Du kannst also alle drei Alternativen verwenden. Oder ich frage auch mal, Chital, wie geht es dir? Oder auch, Ilona, wie geht es dir? Schreibt es mal in den Chat, wie geht es euch? Und für alle, die später zugucken, schreibt auch mal in den Chat, wie geht es euch? Ich denke gerade auch an Hasser und ich denke auch an Adam und ja, wer sind die Leute, die immer fleißig zuschauen? Ich denke an Feuscher Collection aus Großbritannien und ihr seid einfach so krass, ihr kommentiert immer alle bei YouTube so fleißig. Genau, und Ilona sagt eine Hitze, ja, eine richtige Hitze. Und ich gucke direkt mal kurz bei YouTube, wer von euch immer noch so fleißig kommentiert. Ihr seid wirklich so krass, ich möchte dafür mal Danke sagen. Genau, sogar Francis aus Bangkok. Und ich sehe die Hallo Deutschschule, na klar, die Hallo Deutschschule. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch immer so am Start seid.
ihr wisst ja, ich mache immer Videos für die Hallo Deutsch Schule. Und ja, also ihr müsst unbedingt mal auf den YouTube-Kanal der Hallo Deutsch Schule gehen. Da gibt es tolle Videos zum Deutschlernen. Und ihr seht dort auch immer so kleine Filme, kleine Movies, also Geschichten zum Deutschlernen. Das ist auch hervorragend. Da könnt ihr richtig schön euer Deutsch verbessern und auch hören, zum Beispiel Dialoge auf Deutsch. Also Dialoge, wenn sozusagen Personen miteinander sprechen. Das sind Dialoge. Und ich grüße natürlich auch noch Sarah und Zeynep, Philippe, Amina und Fatma und Shika, Humam, Moha und genau, Mirella. Also Leute, ich könnte noch stundenlang weiter euch grüßen, weil ihr seid wirklich so krass. Ihr macht immer so tolle Kommentare und ihr seht schon, ich bekomme Kommentare ohne Ende. Also ich könnte hier wahrscheinlich stundenlang runterscrollen. Und ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr immer so fleißig kommentiert unter den YouTube-Videos, weil so macht das Videos drehen und Videos produzieren auch für mich sehr, sehr viel Spaß. Und ja, genau. Und Katare ist auch da. Hallo Katare, du hast einen coolen Namen. Aus welchem Land kommst du? Schreib es mal in die Kommentare. Genau. Oh ja, Ilona möchte an den Strand. Oh ja, auf jeden Fall. Wie heißt Chanel nochmal bitte? Ilona, was meinst du mit Chanel? Meinst du die Modemarke Chanel? So wie Louis Vuitton? Oder meinst du etwas... Ah, okay, du meinst den Channel, den YouTube-Channel. Ja, du meinst die Hallo Deutschschule. Schreibe ich dir hier unten rein. Du findest auch auf meinem Kanal die Playlisten der Hallo Deutschschule. Guck einfach auf meinem Kanal, da siehst du die neuen Videos der Hallo Deutschschule. Ich schreibe dir aber direkt mal hier unten den Link rein. Pass auf, Hallo Deutschschule, genau. So, da findet ihr den Kanal, den YouTube-Kanal Hallo Deutschschule, genau. Oh, Katare, du kommst aus dem Iran. Super, ich habe auch eine Deutschschülerin aus dem Iran und sie lebt mittlerweile in Deutschland. Und wir trainieren ihr Deutsch und ihr glaubt gar nicht, wie gut sie schon Deutsch spricht. Also das ist unglaublich. Und ja, ihr wisst ja, ich mache auch immer Deutschtrainings und gebe auch Deutschunterricht. Und da sprechen wir eine Stunde lang auf Deutsch und trainieren die deutsche Aussprache. Und das kann ich nur empfehlen. Wir machen dann immer einmal pro Woche eine Stunde Deutsch. Und ja, das ist auf jeden Fall super, um die deutsche Sprache wirklich zu trainieren und um besser zu sprechen, authentischer zu sprechen und um so zu sprechen wie ein Deutscher sozusagen. Und wenn du auch Lust hast auf ein Deutschtraining mit mir, eine Stunde Deutsch sprechen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an max@deutschlernenmitmax.de. Genau, ja, also ich schreibe die E-Mail auch nochmal in den Chat und dann kannst du mir einfach eine Nachricht schreiben und dann können wir auch dein Deutsch verbessern. Ja, genau. Und wir waren bei der Alternative Nummer 2. Super. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu Alternative Nummer 3. Nämlich zu dem Wort, was Bachit schon vorgeschlagen hat, nämlich mega. Mega. Mega.
Genau, mega. Mega ist ein Wort, das ist sehr modern, sehr jugendlich und viele Jugendliche benutzen dieses Wort gerne. Sie sagen dann einfach, mir geht's mega gut, zum Beispiel. Mir geht's mega gut. Also sie kombinieren das Wort gut mit dem Wort mega und es wird dann mega gut. Mega gut. Zum Beispiel, wie geht's dir? Mir geht's mega gut. Oder wie findest du die neue Netflix-Serie? Ich finde die neue Netflix-Serie mega gut. Oder dein neues Handy, boah, das ist mega gut. Oder, oh, das Essen schmeckt mega gut. Oder das Wetter ist mega gut. Genau, mega gut. Komm, wir sagen mal den Satz zusammen. Das Wetter heute ist mega gut. 3, 2, 1. Das Wetter heute ist mega gut. Nochmal. Das Wetter heute ist mega gut. Und nochmal. Das Wetter heute ist mega gut. Genau. Das Wetter heute ist mega gut. Weil überall bei uns ist es einfach richtig, richtig warm. Genau, mega. Und du kannst auch, man kann auch das Wort mega ein bisschen unterschiedlich aussprechen. Also man kann zum Beispiel das E auch ein bisschen ziehen, ein bisschen länger ziehen. Dann sagt man nicht nur, es ist mega gut, sondern es ist mega gut. Ja, ich kann das hier mal kurz in den Chat schreiben. Also du hast dann einfach ganz viele E's. Das Essen ist mega gut. Es gefällt mir mega gut. Also wenn man das E ein bisschen verlängert, dann ist es ein Ausdruck davon, dass etwas sehr, 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 sehr gut ist. Aber nicht übertreiben, nicht zu krass, nicht sagen mega, mega gut, sondern einfach, es gefällt mir mega gut. Also ein bisschen betonen, aber nicht zu viel. Komm, wir machen das auch mal. Wir sagen, das Wetter heute ist mega gut. Okay, checkt ihr das? Ich sage mega gut, nicht mega gut, mega gut, sondern mega gut, mega gut. E, E, E. Okay, komm, wir sagen das mal. 3, 2, 1. Das Wetter heute ist mega gut. Das Wetter heute ist mega gut. Das Wetter heute ist mega gut. Genau, das Wetter heute ist mega gut. Also ich betone es ein bisschen länger. Genau, Bachit, super, super, super. Und Ilona sagt, die Serie Lupin findest du sehr gut. Oder die Deutschen sprechen es Lupin aus. Aber es heißt Lupin, genau, nämlich die Netflix-Serie, wo es darum geht, die Diamanten zu stehlen. Oh ja, nämlich basiert diese Serie auf den berühmten Büchern über diesen berühmten Diamantendieb Arsène Lupin oder Arsène de Lupin. Und er ist ein Dieb sozusagen. Und das sind Bücher von ganz früher, also ich glaube von 1920 oder so. Und diese Bücher wurden jetzt verfilmt und es gibt bei Netflix eine richtig coole Serie, nämlich Lupin. Genau, Ilona, eine ganz tolle Serie. Und jetzt vor ein paar Tagen, nämlich am 11. Juni, kamen sogar neue Folgen
online. Also es gab erst die Folgen 1 bis 5 und jetzt gibt es die Folgen 6 bis 10. Also richtig cool, auch mein Tipp. Ihr wisst, ich bin ein Serienfan, also ich finde Serien gucken mega gut. Ja, und ich persönlich gucke auch gerade eine richtig tolle Serie. Es ist auch eine Netflix-Serie und die Serie heißt On My Block. On My Block, ich kann euch das mal hier reinschreiben in den Chat. Ganz kurz, On My Block. Ja, die ist richtig cool. Das ist eine Serie, da geht es um eine Teenager-Clique sozusagen. Eine Clique sind Freunde. Man kann sagen Clique, eine Gang oder ja, Kumpels. Und jedenfalls, es gibt in dieser Serie gibt es eine kleine Clique, also eine Gruppe von Freunden, und die leben in einem Block, also in Amerika, in einer sozusagen in einem Bezirk, in einer bestimmten Gegend, und es gibt viele Gangs und es ist wirklich sehr spannend, aber sehr lustig auch. Es ist wie eine Comedy-Serie so, und es ist echt cool. Also ich kann euch diese Serie auch nur empfehlen, richtig cool. Und wow, ihr kommt ja alle wieder pünktlich zum Stream. Das gibt's ja gar nicht. Also erstmal der Gacha Turtle oder Gacha Turtle, ich weiß es nicht. Schön, dass du da bist. Hallo, hola, 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 buenos dias. Und Grüße nach Spanien. Und Wojciech oder Wojciech, ich weiß nicht, wie spricht man deinen Namen auf Deutsch aus? Lupin hast du nicht geschaut, kann ich dir aber empfehlen, guck es dir an. Und genau, ja. Ja, genau, genau. Und Makiman ist auch da. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und schreibt auch mal rein, wo kommt ihr her? Aus welchem Land kommt ihr? Und sagt mal, Leute, habe ich euch eigentlich schon gefragt, warum ihr eigentlich Deutsch lernt? Warum lernt ihr eigentlich Deutsch? Schreibt es mal in den Chat. Was ist euer Grund, Deutsch zu lernen? Oder eure Motivation? Das würde mich mal interessieren. Und Makiman kommt aus Kanarien. Ach ja, cool. Und vielleicht meinst du die Kanarischen Inseln, Canarian Islands. Da war ich auch schon mal. Das ist echt cool. Genau. Und ja, Wojciech. Ich sag einfach mal Wojciech. Ich weiß nicht, ob es richtig gesprochen ist. Ihr wisst ja, man spricht die Namen immer unterschiedlich aus. Du schaust gerade How to Sell Drugs Online fest. Ja, das habe ich auch gesehen. Die fand ich auch gut, die Serie. Und ja, Gacha Turtle, super. Hola, gracias, de nada. Ja, und wir machen mal weiter mit dem nächsten Synonym. Wisst ihr eigentlich noch alle Synonyme, die wir hatten? Schreibt sie mal rein. Also Synonym 1 war gut. Was hatten wir dann? Was kam dann für ein Synonym? Es war eine kleine Steigerung von gut. Es war noch besser als gut. Es war gut. Es war gut. Schreibt es mal rein. Genau. Und ja, Chetal sagt, das Wetter heute ist mega gut. Ja, prima. Es ist wirklich mega gut. Ja, endlich geht es weiter. Ja, perfekt. Und ich gucke mal, Wojciech ist gut, aber ich bin Katarzyna. Ich benutze Wojciech-Konto. Ah, okay, alles klar. Cool. Und Jack, hey, Jack, schön, dass du da bist. Jack kommt aus Kerala. Wo ist Kerala? Das kenne ich gar nicht. Jack, ich dachte, du kommst aus Indien.
Aber ich weiß nicht, vielleicht ist Kerala auch in Indien. Genau. Und ja, genau. Und noch ein kleiner Tipp. Ihr dürft das jetzt nicht verwechseln mit der Steigerung. Also ihr wisst ja, die Steigerung gut, besser, am besten. Gut, besser, am besten. Das Wetter gefällt mir gut. Wenn es aber noch ein bisschen kühler ist, dann gefällt es mir vielleicht noch besser. Aber wenn wahrscheinlich eine angenehme Temperatur ist, dann gefällt es mir am besten. Also gut, besser, am besten, die Steigerung. Das sind nicht die Synonyme. Ich möchte es euch nur mal ganz kurz sagen. Synonyme sind wirklich nur Alternativen für Wörter. Also ich sage sie euch heute nochmal alle. Wir hatten gut, wir hatten sehr gut, wir hatten super und wir hatten mega. Also ihr kennt jetzt schon 4 Synonyme. Schreibt sie auch mal alle in den Chat. Schreibt mal 1, 2, 3, 4. 1. Ihr könnt sagen 1 sehr gut, 2 super, 3 mega. Und ihr könnt auch noch ein ganz neues sagen. Warte mal, wie sagt man das in Deutsch? Genau, es gibt heute Self-Claim Pizza. Ja, wahrscheinlich selbstgemachte Pizza, Gacha Turtle. Es ist selbstgemachte Pizza, denke ich mal. Das esse ich auch immer gerne. Ja. Ja, genau, Jack. Du kommst aus Indien. Siehste, wusste ich doch. Ja, genau. Und Und die nächste Alternative, die ihr sagen könnt, ist exzellent. 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 Vielleicht ein bisschen schwer zu sprechen. Also, ich schreibe es euch mal in den Chat. Exzellent. Ihr habt vorne eine Vorsilbe, ex, und dann zellent. Exzellent. Exzellent. Genau. Klingt ein bisschen wie Zement. Das ist Zement, ist ein Stoff zum Bauen von Häusern zum Beispiel. Wenn man ein Haus baut in Deutschland, benutzt man Zement. Zement ist ungefähr so wie Sand, egal Leute, aber es ist nicht Zement, sondern Zellent. Zellent, exzellent, exzellent. Komm, wir sprechen das mal ganz langsam zusammen. 3, 2, 1. Exzellent, exzellent, exzellent. Genau, ihr kennt 100 Pro, also 100%ig, das englische Wort excellent. Excellent, it's excellent. Aber die Betonung in Deutschland ist ein bisschen anders. Man betont nicht das X, also excellent, das sagt man nicht. Man sagt exzellent, 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 genau. Und also man betont die Endung sozusagen, exzellent, exzellent. Vielleicht eher wie das spanische Wort, excelente, excelente. Genau, Leute, also ihr hört schon mein Spanisch wieder. Ja, und Gacha sagt, ach Max, wir wohnen in Spanien, meine Familie wohnt aber in Deutschland. Hey, cool, ja super. Ihr seid dann umgezogen von Deutschland nach Spanien oder Gacha Turtle, du bist von Deutschland nach Spanien gezogen. Also ihr seht schon, wir sind wirklich aus allen Ländern kommt ihr, um Deutsch zu lernen. Aus Indien, aus Kasachstan, aus Russland, aus Amerika, aus Spanien. Also Leute, das ist so krass. Und ihr könnt wirklich, wirklich sehr stolz auf euch sein, dass ihr Deutsch lernt. Deutsch ist wirklich eine tolle Sprache. Natürlich auch eine schwere Sprache, eine schwierige
schwierige Sprache, schwer zu lernen, aber ihr könnt sehr, sehr stolz auf euch sein, weil, dass ihr gerade jetzt diesen Livestream hört, ist nicht nur gut, nein, sehr gut. Es ist sogar exzellent, denn dadurch trainiert ihr das Hören auf Deutsch. Wisst ihr? Ihr trainiert eure Fähigkeit zu hören und das ist schon gut. Und ihr sprecht ja auch mit mir mit. Wir sprechen ja auch zusammen. Genau. Und exzellent, das Wort, das ist, wie soll ich sagen, exzellent. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Es ist ein bisschen von der Sprache, vom Niveau der Sprache, ein bisschen gehoben, ein bisschen gehobene Aussprache. Also wenn etwas exzellent ist, dann sagt man zum Beispiel, die Pizza heute schmeckt wirklich exzellent. Es war eine exzellente Pizza. Also die Pizza hatte einen exzellenten Geschmack. Sie hat exzellent geschmeckt. So ungefähr, ja? So könnt ihr das sagen. Und ja, yeah, Maki Mann, du findest mein T-Shirt super cool. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst schon, die drei wichtigsten Dinge im Leben. Essen, Schlafen und Grammatik. Ja, das ist ein neues T-Shirt, das ich designt habe. Also ja, ich fand die Idee einfach so cool und deswegen wollte ich euch das T-Shirt mal zeigen. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr mein T-Shirt findet. Vielen Dank, Maki Mann. Super. Danke für dein Lob und für dein Kompliment. Ich gucke mal. Ulala, muy bien, España. Ja, genau, genau. Ja, genau, Englisch, englische Wort, das heißt aus Fremdsprache. Ja, genau, genau, genau. Ja, und also exzellent. Ihr könnt euch das so ein bisschen merken. Manchmal spricht man auch einen König an mit euer Exzellenz. Euer Exzellenz. Also man sagt dann nicht sehr geehrter König, sondern eure Exzellenz. Eure Exzellenz. Das hört man in alten Filmen, weil damals gab es ja noch Könige und Königinnen. Das hier ist die Krone übrigens, die Königskrone. Und da sagt man Exzellenz zu einem König. Und exzellent ist also etwas, was wirklich etwas sehr Besonderes ist. Also zum Beispiel, wenn etwas Premium ist, ja, also wenn es wirklich besonders gut ist oder wenn man zum Beispiel in der Schule nicht nur die Note 1, sondern die Note 1 plus hat, dann ist es eine exzellente Note, ja, wisst ihr? Oder wenn man eine absolut besondere Leistung erbringt, dann ist es exzellent. Also exzellent sagt ihr immer, wenn etwas sehr, sehr, sehr gut ist. Ja? Genau. Ich würde gerne hier sowohl lange leben, als auch meinen Beruf ausüben. Deswegen bin ich motiviert, super Deutsch zu sprechen. Ja, Chital, auf jeden Fall. Also es ist wirklich vor allem auch für den Beruf sehr wichtig, dass man auch viel, viel Deutsch spricht und viel auch, wenn man in Deutschland arbeitet und in Deutschland lebt, auch die deutsche Sprache gut beherrscht und sich auch in Deutsch ein bisschen, wie soll ich sagen, fortgeschritten ausdrücken kann, dass man eben nicht nur gut sagen kann, sondern dass man einen großen Wortschatz hat, aus dem man auswählen kann. Genau, erstens
Genau, sehr gut. Zweitens super, drittens mega, viertens exzellent. Perfekt, also super, Chetal, ganz, ganz toll. Also ihr seid heute wirklich exzellent im Deutschlernen hier mit mir. Und ich würde sagen, lasst uns doch nochmal ein weiteres Wort sagen, nämlich ein ganz kurzes Wort, ein ganz, ganz kurzes Wort. Und zwar top, top, top. Das sind nur drei Buchstaben. Top, das finde ich top. Genau, das ist so Umgangssprache, absolute Umgangssprache. Das sagt man so ziemlich, wenn man zum Beispiel mit Freunden spricht. Man sagt ganz kurz und knapp, wie findest du das? Das finde ich top. Dann sagt man einfach top. Also zum Beispiel, das Wetter heute ist top, ein Top-Wetter, top, einfach top. Ja, und das ist aber auf jeden Fall informell. Also wenn ihr eine Deutschprüfung habt, dann solltet ihr nicht das Wort top benutzen, vor allem auch nicht schreiben. Das ist nur Sprache, top. Schreibt es mal alle in den Chat, es ist ganz einfach, drei Buchstaben, top. Top, top, genau, ihr könnt euch das Wort merken, und zwar top ist ja auf Englisch sozusagen, wenn etwas oben auf etwas drauf ist, also on top sagt man ja dann, ne? Dann sagt man, es ist on top, und oder zum Beispiel auch bei den Frauen das Kleidungsstück top, ein top. Also ihr könnt euch merken, top ist einfach eine Alternative für gut, die man sagt, wenn man so locker ein bisschen spricht, ein bisschen quatscht. Genau, Wojciech, ein Top-T-Shirt. Ja, genau, danke Wojciech. Ja, also top ist eine tolle Alternative. Auch, man kann... Das ist eher so kurz und knapp einfach. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, was kann man für ein Beispiel nehmen? Was ist top? Wenn man zum Beispiel einen Döner isst, dann fragt man, hey Wojciech, wie schmeckt dir der Döner? Und dann kann Wojciech sagen, boah Max, der Döner schmeckt top. Also top benutzt man gerne am Ende von einem Satz. Dann sagt man einfach, oh, der Döner schmeckt top. Der Döner schmeckt top. Der Döner schmeckt top. Oder zum Beispiel, die Schokolade schmeckt top, kann man auch sagen. Oder das Mittagessen schmeckt top. Ihr könnt das einfach mal ein bisschen probieren, zu sagen, egal ob es ein Buch ist, das Buch ist top oder die Serie ist top oder das Essen ist top. Ja, das ist so eine weitere Alternative. Und ich sage euch mal noch eine Alternative, nämlich das Wort prima. 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 Das ist ein bisschen schwer auszusprechen, wegen dem P und dem R. Prima, prima. Es klingt so ein bisschen, als ob man ein Blatt Papier reißt. Prima, prima. Prima, prima. Sprecht es mal mit mir mit. Es klingt schon fast ein bisschen arabisch. Prima, 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 prima. Genau. Das ist auch ein ganz bekanntes Wort. Genau, prima. Ich schreibe euch das mal hier rein. Prima. So, das ist auch ein kurzes Wort, aber das benutzt man auch oft. Prima ist auch ein Wort, das benutzt man gerne sozusagen, wenn man sich sehr gut ausdrücken möchte, wenn man gut spricht sozusagen, wenn man ein bisschen auf seine Sprache achtet, dann sagt man prima.
Es ist prima, genau wie exzellent. Es ist ein bisschen die gleiche Art von Sprache. Man benutzt diese Wörter nicht jeden Tag sozusagen, sondern immer in besonderen Situationen. Ja, dann kannst du sagen, also angenommen, ja, du siehst eine, du siehst jemanden, der eine ganz besondere Kleidung trägt, ja, also zum Beispiel ein besonderer Anzug bei einem Mann zum Beispiel, und er hat ein besonderes Jackett an, und dann kannst du sagen, wow, das ist ein prima Anzug, das ist ein prima Anzug. Oder zum Beispiel bei einer Frau, wenn die Frau ein schönes Kleid trägt, dann kannst du sagen, das ist ein prima Kleid. Genau, ein prima Kleid. Also man sagt prima vor einem Substantiv. Also Anzug ist das Substantiv und du sagst einfach prima Anzug oder Kleid, prima Kleid, ein prima Kleid. Genau, prima. Ja, oder genau. Oh, Ilona muss los. Schau, Ilona, mach's gut. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Du hast es geschafft zum Livestream. Sehr, sehr gut. Nächsten Mittwoch wieder 18 Uhr. Ich hoffe, du bist mit dabei, Ilona. Ich halte Ausschau nach dir. Ich halte Ausschau. So sagt man das umgangssprachlich. Ja. Und wow, Chetal, vielen Dank, du findest auch mein T-Shirt cool. Ja, also ihr wisst, ich bin immer dabei, neue Dinge zu mir zu überlegen für das Deutschlernen, und ich bin auch gerade dabei, dieses T-Shirt als Motivation zum Deutschlernen zu designen. Und mein Plan ist, dieses T-Shirt auch sozusagen für euch zu machen, damit ihr es auch in meinem Shop bestellen könnt. Aber es dauert noch ein bisschen. Also wenn ihr auch so ein T-Shirt haben möchtet, dann kommt auf jeden Fall in meinen Newsletter, tragt euch ein, und dann erfahrt ihr, auch wenn die T-Shirts verfügbar sind im Shop, dann sage ich euch Bescheid. Ich mache euch auch mal einen Link unten in den Chat zum Newsletter, tragt euch ein. Da findet ihr auch die Max-Methode zum Deutschlernen. Das ist ein super Training, und da könnt ihr jede Woche mit meinen Videos Deutsch lernen. Es gibt einen festen Wochenplan, so könnt ihr jeden Tag Deutsch lernen, und zwar nur 10 Minuten. 10 Minuten Deutsch lernen jeden Tag, und ihr könnt so jede Woche mit einem neuen Video Deutsch lernen. Und also das ist mein Tipp, tragt euch auf jeden Fall in den Newsletter ein, checkt die Methode aus. Ihr bekommt dann jeden Sonntag eine E-Mail mit einem neuen Video. Und ja, genau. Und ihr werdet dann auch erfahren, wenn es ein neues Design gibt oder auch wenn die T-Shirts verfügbar sind. Und Chetal sagt top. Und jetzt würde ich sagen, wir wiederholen mal alle Synonyme, die wir jetzt hatten. Und zwar, wir fangen an natürlich mit unserem ersten Wort gut. Wir sagen jetzt jedes Wort immer dreimal hintereinander. Also wir fangen an mit gut, okay? 3, 2, 1. Gut. 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 Jetzt ein kleines Beispiel. Das Wetter heute ist gut. Das Wetter heute ist gut. Das Wetter heute ist gut. Jetzt Wort Nummer 2. Sehr gut. Wir sprechen es dreimal hintereinander und los. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kann man sagen, das Essen schmeckt mir sehr gut. Also,
Wir sprechen es dreimal hintereinander. 3, 2, 1. Das Essen schmeckt mir sehr gut. Das Essen schmeckt mir sehr gut. Das Essen schmeckt mir sehr gut. Genau. Also, gut und sehr gut. Dann hatten wir als nächstes super. Denkt an Superman. Wenn ihr euch super und gut fühlt, dann könnt ihr das Wort super benutzen. Also zum Beispiel, ihr könnt sagen, ich finde die Serie Lupin super. Okay? Also, wir sagen erstmal das Wort super wieder dreimal hintereinander. Super, super, super. Und jetzt, ich finde die Serie super. 3, 2, 1. Ich finde die Serie super. Ich finde die Serie super. Ich finde die Serie super. Genau. Dann als nächstes das Wort mega. Mega, mega, mega. Genau. Also zum Beispiel könnt ihr dann sagen, ich finde dein T-Shirt mega. 3, 2, 1. Ich finde dein T-Shirt mega. Ich finde dein T-Shirt mega. Ich finde dein T-Shirt mega. Genau. Oder ihr sagt es ein bisschen länger. Mega, mega. Ein mega T-Shirt. Ein mega T-Shirt. Ein mega T-Shirt. Ja. Dann hatten wir als nächstes das vielleicht ein bisschen schwierige Wort, exzellent. 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 Denkt da an das spanische Wort excelente. Excelente. Vielleicht muy excelente. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Da muss mir Gacha mal weiterhelfen, Gacha Turtle. Aber ich glaube, excelente ist schon so ein bisschen spanisch und es klingt schon eher wie Deutsch. Halt nicht wie excellent, sondern exzellent. Bloß in Spanisch noch ein E. Excelente oder so. Ja, also ihr könnt sagen, zum Beispiel der Film war wirklich exzellent. Der Film war wirklich exzellent. Der Film war wirklich exzellent. Das nächste Synonym ist top. 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 Ganz kurz, drei Buchstaben. Top. Ihr könnt sagen, der Döner schmeckt top. Der Döner schmeckt top. Der Döner schmeckt top. Genau. Und dann das letzte Wort, prima. Denkt da einfach an die arabische Aussprache. Denkt einfach, prima ist ein arabisches Wort wegen pr, weil es ist hier ziemlich weit hinten im Rachen. Prima, 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 prima. Es klingt echt ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man muss es nur üben. Ihr könnt es ein paar Mal hintereinander sagen. Prima, 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 prima. Genau, und da sage ich jetzt, der Livestream heute mit euch war prima. Der Livestream heute mit euch war prima. Der Livestream heute mit euch war prima. Ja, ihr Lieben, und das waren die Synonyme für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich wirklich bei euch heute, dass ihr mit dabei wart. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht, mit euch diesen tollen Livestream zu machen. Und schreibt mir mal nochmal in die Kommentare, welches Synonym ihr am besten findet. Welches Synonym gefällt euch am besten? Sagt ihr gerne mega oder exzellent oder prima oder top? Schreibt es mal rein. Ich glaube, mein Lieblingswort, mein Lieblingssynonym ist super. Ich denke immer an Superman und finde es einfach cool, dieses Synonym. Ich bin ganz gespannt. Schreibt es mal rein.
Und ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr mit dabei wart. Abonniert auch den Kanal Deutschland mit Max. Gebt mir jetzt einen Daumen nach oben, wenn ihr das Video gut fandet, wenn ihr den Livestream gut fandet. Und checkt auch die Max-Methode aus. Und wenn ihr Lust habt auf ein Deutschtraining mit mir, eine Stunde Deutsch sprechen, dann schreibt mir eine E-Mail an max@deutschlernenmitmax.de. Und jetzt würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch. Danke Wojciech, danke, dass du mit dabei warst. Danke Bachit. Bachit sagt danke für den Mega-Livestream heute. Ja, na klar Bachit, sehr, sehr gerne. Danke Chetal, dass du da warst. Super Chetal, ich habe mich gefreut. Hey, die lustige Kuh ist auch da. Priviert, schön, dass du da bist. Ja, und Ilona ist schon weg. Und ich sage noch Gacha Turtle, wirklich gracias, wirklich toll. Vielen Dank, Grüße nach Spanien. Und Makiman, schön, dass du auch da warst. Und Jack, schön, dass du auch da bist. Schön, vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus nach Indien. Und auch Katachina, genau. Und ihr Lieben, ich würde sagen, lernt fleißig Deutsch, gebt nicht auf. Jeden Tag ein bisschen Deutsch und ihr schafft das. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 6 Uhr wieder. Oder um 18 Uhr, wie man in Deutschland sagt. Also ihr Lieben, macht's gut, bis dann, ciao, tschüss.